Herzlich willkommen zum November-Rückblick. Unter anderem mit diesen Themen. Sexismus, ein Phänomen der Vergangenheit? Ausgenutzt, Billigmilch um jeden Preis. Und knappe Messen, zu wenige Wohnheimplätze in Rostock. Sexismus an Hochschulen. Gehört dieses Phänomen im Jahre 2016 der Vergangenheit an? Bereits zum vierten Mal organisierte die Genderqueer AG der Universität Rostock die stadtweiten Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie an Hochschulen. Wir haben mit Christoph Behrens, dem Gründer der Genderqueer AG, gesprochen. Also Hochschulen werden immer gedacht als ein Hort der Vielfalt. Das heißt, da sind ganz viele Leute zusammen, die haben sehr viel Bildung und da ist Diskriminierung eigentlich kein Thema mehr. Das ist gefühlt, ist die Gleichstellung auch so da. Wir haben genauso viele Studentinnen wie Studenten. Das heißt, wir haben alle ein Gefühl, dass es da eigentlich keine Probleme gibt. Wenn man sich am Universitätscampus mal ein bisschen umschaut, sei es auf Plakaten zu irgendwelchen Partys oder sei es in irgendwelchen Broschüren, die rumliegen, bis hin zum curricularen Angebot, in dem Gender und Diversity kaum vertreten sind, beziehungsweise kein fester Bestandteil sind, kann man sagen, dass diese Sexismusdebatte, die wir als ganz weite Debatte verstehen, eben auch Homophobie, Biphobie, Transphobie, darin nicht wirklich aufgegriffen wird. Der Anklang der Aktionstage wird in jedem Jahr besser. Wir haben das jetzt zum vierten Mal durchgeführt und gerade, und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, gerade im Lehramtsbereich, diese Workshops, die wir anbieten, sind mehr als angefragt. Also wir haben Wartelisten von ungefähr 20 Leuten und haben aber immer nur 20 Plätze pro Workshop. Das heißt, da ist wirklich ein Wille da, dass das durchgeführt wird und integriert wird, auch fester Bestandteil von einem Studium wird an der Uni Rostock. Ziel ist es der Genderqueer AG, wirklich Gender Studies in der Universität Rostock stärker zu verankern, auch vielleicht curricular stärker zu verankern, also als ein fester Bestandteil des Universitätsprogramms zu machen. Eine Sache, die wir weiterhin geplant haben für 2017, ist der Beginn einer Publikationsreihe in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek und die Weiterführung der jetzt schon seit 2 Jahren laufenden Ringvorlesung, die wir immer verbunden werden mit Seminaren. Wir möchten auch eine Arbeitsgruppe machen, um uns so die Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anzuschauen, die zu überarbeiten, zu überdenken, was da drin steht. Das sind so Projekte für 2017. Anlässlich des 597. Geburtstags unserer Alma Mater fand Mitte November das Tycho Brahe-Symposium statt. Tycho Brahe, der berühmte dänische Astronom, schrieb sich vor 450 Jahren an der Uni Rostock ein. Zu Ehren seiner herausragenden Entdeckungen trägt einer der bedeutendsten Mondkrater seinen Namen. Wer sich für das Leben und Forschen Tycho Brahes interessiert, kann eine Sonderausstellung dazu besuchen. Diese wird noch bis Mai 2017 in der Schatzkammer des Uni-Hauptgebäudes sein. Haben Frauen und Männer die gleiche Präsenz in unseren Medien? In welchen gesellschaftlichen Rollen und Kontexten werden sie gezeigt? Und werden dabei alte Rollenklischees bedient? Fest steht, besonders junge Menschen orientieren sich an der Darstellung von Männern und Frauen in den Medien. Initiiert durch Dr. Maria Furtwängler startet die bislang umfassendste Studie zur Ermittlung von Geschlechterdarstellungen in deutschen TV- und Kinoproduktionen. Durchgeführt wird die Untersuchung vom Institut der Medienforschung Uni Rostock. Insgesamt 3000 Stunden TV-Programm und 600 deutschsprachige Kinofilme werden dafür analysiert. Beauftragt wurde sie unter anderem von ARD/ZDF, ProSieben, Sat.1 und RTL. Einer der innovativsten Wissenschaftsverleger der vergangenen Jahrzehnte war am 17. November zu Besuch an der Uni Rostock. Klaus Sauer sprach in einem Vortrag über die dunkle Epoche der deutschen Kultur- und Verlagsgeschichte. 1932 war Deutschland noch Heimat eines blühenden Verlagwesens. Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich dies beinahe über Nacht. Mehr als 100 Verlage wurden bereits im Jahr 1933 verboten. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs existierten nur noch 5 Verlage, die kein nationalsozialistisches Schrifttum veröffentlicht hatten. Mit seinem Vortrag macht Professor Sauer auf die Ausmaße der nationalsozialistischen Zeit aufmerksam. Neben seiner Tätigkeit als Verleger engagierte er sich in zahlreichen kulturellen Organisationen.
Heute ist er Mitglied im Vorstand der Vereinigung Gegen Vergessen für Demokratie. Ist die Milchkuh ein ausgenutztes Nutztier? Fakt ist, dass die Milchleistung der Kühe in den letzten Jahrzehnten verdoppelt wurde. Dies hat zur Folge, dass sich der Gesundheitszustand der Kühe drastisch verschlechtert und die Nutzungsdauer abnimmt. Gleichzeitig sinkt der Literpreis für Milch und erreicht derzeit einen Tiefstwert von 20 Cent. Das stellt eine beschämende Einkommensminderung in der Landwirtschaft dar. Diese Problematik thematisierte Dr. Altenmüller von der Uni Berlin während der Ringvorlesung der AUF. In seinem Vortrag machte er abschließend darauf aufmerksam, dass Niedrigpreise für Lebensmittel nur auf Kosten der Tiergesundheit möglich sind. Wer dem entgegenwirken möchte, greift auf Alternativen wie Biomilch, Heumilch oder Milch nach Demeter-Produktionsbedingungen zurück. Etwa 10% der Rostocker Studierenden erhalten einen Wohnheimplatz durch das Studentenwerk. Das ist zu wenig, beklagt Kai Hörig, Chef des Studentenwerks. Leidtragende sind vor allem die ausländischen Studierenden. Derzeit suchen Hochschulleitung, AStA, Studentenwerk und Auslandsamt nach Notlösungen. So pendelt zum Beispiel täglich ein Shuttlebus zwischen Rostock und Wismar. In der Planung befinden sich neue Wohnheime in der Max-Planck- und Ulmstraße sowie eine neue Mensa. Bevor die beiden Hauptprojekte in die Tat umgesetzt werden können, benötigen sie noch finanzielle Unterstützung auf Landesebene. Auf diese Weise würden 170 neue Wohnheimplätze entstehen. Des Weiteren ruft Hörig dazu auf, den vorhandenen Wohnraum effektiver zu nutzen. Und nun zu den Ankündigungen. Am 17. Dezember kann man sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die akademischen Konzerte beginnen um 17 Uhr in der Universitätskirche. Am 3. Januar startet ein kostenloser Erprobungskurs zum Thema Gesundheitsförderung bei Säuglingen und Kleinkindern. Angesprochen sind vor allem Personen aus den Sport- und Gesundheitsberufen. Anmeldeschluss ist der 9. Dezember. Und am 7. Januar wird die neue Uni-Homepage gelauncht. Die Umstellung auf ein responsive Design ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Das war unser Themenrückblick auf den Monat November. Themenvorschläge und Ankündigungen gern per Mail an videovision@uni-rostock.de. Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.